Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Habe ich mich in der letzten Folge mit Story of Seasons verabschiedet? Ich hoffe, das habe ich nicht verhauen. Das ist ja sehr peinlich. Oh mein Gott. Jedenfalls sind wir jetzt hier bei Harvest Moon und das Dorf des Himmelsbaums. Oh mein Gott, ich bin immer so schnell durcheinander zu bringen. Das ist echt schlimm. So, wir möchten ein bisschen Butter machen. Ich weiß gar nicht. Wie wäre da zufällig? Doch, wir haben sogar einmal Butter da. Wie viel Butter brauchen wir? Ich glaube, ein Stück reicht, oder? Ja, okay, gut. Wir mussten die Butter nicht mehr machen. Wir hatten sie sogar noch direkt im Kühlschrank. Yeah. Okay, auf zur Elite. Wir bringen dieser jungen Dame, was sie will. Monami. Und dann möchte ich auch schon mal anfangen, die Felder vorzubereiten. Vielleicht schaffe ich es sogar schon anzubauen. Ist Elise noch da? Okay, wir müssen uns beeilen. Nicht, dass jetzt hier irgendwie... Nee, okay, Glück gehabt. Elise ist noch da. Puh. Hallo Elise, na? Oh lala, so schönes Wetter heute, ne? Ich werde angeln gehen. Oh, yummy, yummy. Also das Gemüse, um das ich dich gebeten habe? Natürlich. Und die Butter auch. Merci, danke vielmals. Diese Kartoffeln sind Dres Bonnets. Was auch immer das bedeutet. Ich weiß auch nicht mal, wie man es ausspricht. Ich hatte nie Französisch. Und die Butter ist cremig. Damit kann ich sehr, sehr köstliche, was auch immer das ist, zubereiten. Okay, dann mach das mal. Ihm zum Dank für diese Zutaten, dass ihr seht. Ich habe dieses Gericht zur Übung zubereitet. Bon Appetit. Adieu, Yumi. Tschüss. Jetzt geh wieder, ich muss kochen. Wow. Ist da ein Bild dazu? Wartet mal. Ich will gucken, was das ist. Nein, nicht anliegen. Tasche. Ein Gericht wird das sein. Was ist das? Okay, das sagt mir zu viel. Das ist vielleicht irgendwie so Kartoffelpüree oder sowas. Oh, so Kartoffelpüree hätte ich jetzt auch Bock drauf. Oh, mal gucken. Ich habe welches da, aber ich weiß nicht, ob das noch gut ist. Das habe ich schon relativ lange im Schrank stehen. Kartoffeln habe ich leider nicht da, um selbst mir welches zu machen. Also richtig selbst pürieren. Ah. So First World Problems. Ich meine, ich könnte mir einfach welches holen. Ne? Das ist nicht das Problem. Aber dann muss man aufstehen, in den Laden gehen. Ach, das ist immer alles so anstrengend. So, hier auf mittleren Boden sollte ich die Melonen anbauen. Das ist Boden, da ist so gemischt. Nein, mein Nachbar fängt jetzt nicht an mit Bohren. Nein. Ich werde wahnsinnig. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht laut. Oh Gott. Nimmt man einmal endlich mal wieder seit Ewigkeit den Harvest Moon auf und der Nachbar so, jo, ich bohr jetzt hier. Oh Gott. Das ist ätzend. Das ist der Vorteil, wenn man ein eigenes Haus hat. Haben einige von euch ein eigenes Haus? Beziehungsweise hat einer von euch Eltern, die ein eigenes Haus haben? Da kommen, glaube ich, solche Probleme weniger vor. Das ist so ein Wohnungsproblem. Mehrfamilienhaus-Dingsi-Problem. Oh Gott. Jetzt seid ruhig. Ich hoffe wirklich, man hört das Bohren nicht so laut. Ich weiß auch nur ganz dumm. Es scheint nicht direkt in der Wand neben meiner zu sein, aber es ist ätzend genug gerade. Oh Gott, jetzt bohren sie weiter. No! Naja. Ich krieg's grad nicht hin. So, jetzt. Vielleicht noch alles schön gießen und dann haben wir das sogar schon. Ach nein, gedüngt werden muss es ja auch noch. Aber es geht von der Uhrzeit noch. Das ist alles kein Problem. So, jetzt muss ich gießen. Jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich jetzt hier irgendwie richtig gieße. So. Was mache ich? Bin ich doof? Perfekt. Ich sollte vielleicht mal eine Gießkanne auffüllen. So. Okay. Gut, dann jetzt noch schnell durchdüngen und dann ab ins Bett mit mir. Oh, jetzt bauen die weiter. Was soll das? Okay, Oh, jetzt habe ich Glück. Oh, ich gehe jetzt mal hin. Ich glaube, nach dieser Folge ja, mache ich erstmal eine Pause. Ich gehe nicht mal hin, hier ordentlich das Feld zu gießen. Das ist echt schlimm. So, perfekt. So,
So, jetzt möchte ich auf jeden Fall aber noch hier das Durumweizen-Ding machen. Oder warte, das mache ich morgen. Nicht, dass es jetzt hier noch zu lange geht. Ist ja egal, das reicht ja, wenn wir das einmal machen, bis es fertig gewachsen ist. Stimmt's, Felix? Ah, ihr bekommt ein Baby. Welch ein Glück. Oh. Okay. So, jetzt aber ab ins Bett mit uns. Gute Nacht, Erdmond. Der wohl noch lange wach ist, seinen Tuten tut. So. Gut, dann erstmal wieder um die Tiere kümmern auf jeden Fall. Und dann wird alles gedüngt. Und dann ein Paprika, darum muss ich mich auch ein andermal noch kümmern. Das lasse ich da also vor sich hin vegetieren. Ich habe geträumt, dass ich etwas für Tabea erledigen muss. Was? Oh nein. Was ist los? Kommt das Baby etwa? Ich gehe Holly Bescheid sagen. Oh nein. Dabei habe ich schon mal meine Felder gedüngt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Überlass Yume und das Kind nur mir. Carol, hilf mir. Wir kümmern uns um alles. Danke. Sag das einfach, wenn ihr etwas braucht. Oh mein Gott. Also hol mir das Baby mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist es. Ein gesundes kleines Mädchen, wie schön. Schau an, so ein süßer Fratz. Willkommen, Kleines. Ich bin dein Vater. Siehst du mich? Yume, und dem Kind geht es gut. Yeah. Edmund. Hier ist ein Geschenk von Holly und mir. Oh, eine Babyflasche. Und eine Rassel. Babys spielen gern mit Rasseln. Probier es mal. Du wirst schon sehen. Du musst das Kind täglich mit Ersatzmilch füttern. Ersatzmilch für das Kind kannst du in deiner Küche zubereiten. Folge einfach dem Rezept für Ersatzmilch. In Ordnung, verstanden. Carol und ich gehen jetzt. Viel Glück mit euren kleinen Wonneproppen. Danke, dass ihr euch um uns kümmert. Dass du dich um uns gekümmert hast, Tolly. Oh mein Gott. Was? Oh. Ach, ich habe mich gewundert, warum Carol dabei ist. Bestimmt, wenn man Holly heiratet und mit ihr das Kind kriegt, dass wenigstens Carol noch da ist, die was macht. Guter Start, guter Start. Ja, weil wenn Carol selbst das Kind kriegt, ist dann niemand da, der Hebamme sonst sein kann. Ich muss anstrengend für dich gewesen sein, Yume. Vielen Dank, du hast dich wacker geschlagen. Ja, das muss anstrengend, nicht ich. Oh, ich kann nicht mehr lesen. Ich bin so blöd manchmal. Ah, jetzt habe ich mir gedrückt, was er gesagt hat. Nein, das wird immer schlimmer. Yume, ich möchte dich um etwas bitten. Suchst du einen Namen für unser Kind aus? Oh, das wäre mir lieb. Tabea sagt, meine Vorschläge seien alle aus der Zeit gefallen. Oh. Okay, oh, wir können richtig schön langen Namen nehmen. Vorteil, den Harvest Moon hat. Bei Story of Seasons hat man irgendwie nur 5 oder 6 Zeichen. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zeichen. Wow. Ich nenne sie aber trotzdem wieder nur Robin. Ja. Robin, also. So ist er euer Kind. Genau, nein. Unser Kind heißen. Yay! Während das Kind noch so klein ist, arbeite ich von zu Hause. Du sollst nicht den ganzen die ganze Arbeit allein machen. Du arbeitest. Was machst du denn für das Kind? Ganz ehrlich. Vermutlich muss ich es füttern und ich mit ihm spielen. Was machst du? Das Erste brauchst du bestimmt Ruhe. Du hast heute Großes geleistet. Ich bleibe bei dir, bis du eingeschlafen bist. Gute Nacht, Yume. Und gute Nacht, Robin. Ah. Glückwunsch, Yume. Schön, dass du ein gesundes Kind zur Welt gebracht hast. Wir Antiwischeln, auch die Antigöttin persönlich, werden auf dein Kind Acht geben. Ah, also keine Sorge, dass es allein ist, während du nicht im Haus bist. Einer von uns passt auf. Wir möchten alle, dass es gesund aufwächst und glücklich ist. Oh. Das ist aber sehr lieb. Oh mein Gott. Ich habe geträumt, dass ich etwas für Sophia erledigen muss. Ich bin Sophia. Mysteriöses Bauholz bekommen.
Oh, Robin schläft. Okay. Wie sieht das jetzt mit Ersatzmilch aus? Da, Ersatzmilch. Brauchen wir einfach normale Milch. Das kriegen wir hin. So. 16 Mal Ersatzmilch hergestellt. Und Kyoto gefüttert. Und den Tisch auch mal gestreichelt. Dem Mann ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Hi. Sag Bescheid, wenn du hast, was ich benötige. Nur keine Eile. Ich habe erst ein Kind geboren. Jetzt bleib mal ruhig, ey. Ich muss auch mal an mich denken. Edmund, bitte. Bitte, Edmund, bitte. Gut, meine Freunde. Dann haben wir ja eigentlich jetzt... das war's ja schon. Das waren jetzt noch 3 Folgen, die ich jetzt hier noch nachreiche. Ich hoffe, das ist okay. Bald beginnt, wie gesagt, das neue Let's Play von Harvest Moon. Ich hoffe, es dauert nicht mal lange. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier hochlade. Wie, wann, wo, was. Gucken wir mal. Dann ist das jetzt hier eigentlich... Ja, wir haben es geschafft. Ja, bei dem neuen Harvest Moon, ich weiß, die Grafik wird, glaube ich, anders sein. Die wird mehr von oben drauf wieder so sein, so klassischer. Charaktere werden, glaube ich, bekannte vorkommen. Also, es wird da, glaube ich, keine großen Überraschungen geben. Die arbeiten hier viel mit den Charakteren, die auch hier in einem Dorf leben. Also, böse Zungen mögen behaupten, dass sie gerne recyceln. Gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wie es sein wird, wie die Story sein wird. Es soll also ein bisschen besser und ausgefeilter sein. Ich bin mal gespannt. Weil, wenn man das jetzt hier also so als Abschluss, als Resümee. Kein schlechtes Spiel. Es hat, wie gesagt, gute Ansätze. Wobei ich es schade finde, dass sie nicht wirklich weiterentwickelt wurden. Also, ich fand es bei dem Verlorenen Tal sehr gut, was sie hier reingebracht haben. Aber ich hatte gehofft, dass sie mehr rausmachen in der Zeit. Aber mal gucken. Bald kommt ein neues wieder raus und ich bin gespannt, was sie dann da noch so reinbringen. Ich finde halt, dass wenn man Story of Seasons und Harvest Moon direkt miteinander vergleicht, Story of Seasons irgendwie doch viel detailverliebter und generell liebevoller gemacht wirkt. Man kann viel mehr machen. Es hat, wie gesagt, viel mehr Details. Man fügt sich dort besser in die Welt ein. Hier, das wirkt alles doch sehr, ich will nicht sagen steril, aber doch alles sehr geordnet. Gefällt vielleicht manch einem besser. Ich finde es so schlecht, ich spiele es ja auch, aber ich glaube, ich bin mehr so pro Story of Seasons. Was auch, wie ich finde, auch mehr so das Alternative, das ursprüngliche Harvest Moon eigentlich auch noch ist. Es ist ja eigentlich ein Harvest Moon Story of Seasons, so dass sie halt sich getrennt geteilt haben. Es ist quasi das ursprüngliche Harvest Moon heißt jetzt Story of Seasons. Und das ist jetzt hier das amerikanische Harvest Moon. Ich glaube, das habe ich auch schon oft genug versucht, in einem Let's Play irgendwie zu erklären. Ist jetzt auch egal. So, kommt bald ein neues raus. Nebenbei einfach noch Story of Seasons. Ihr werdet gut versorgt, sag ich mal. So. Alles klar. Haben wir das geschafft. Wenn wir noch die Glückwünsche zum neuen Baby abholen bei ein paar Bewohnern, können wir auch noch machen. Fangen wir mal bei Gabriel an. Oh, Glückwunsch zum Nachwuchs. Bestimmt macht dir das Kind viel Freude. Ja, einfach macht es erstmal viel Arbeit, schätze ich. Oh, Yummy. Ganz schön heiß heute. Im Sommer werden die Tiere träge von der Hitze und Sauberkeit geht schneller verloren. Deshalb leiden Tiere im Sommer schneller unter Stress. Oh. Ich will also viel Futter herstellen. Ja, das hast du schon erwähnt. Butternusskürbis und Gerste. Oh, Gott sei Dank, muss ich das nicht noch besorgen. Ha! Ich hab, glaube ich, vielleicht sogar beides da. Butternusskürbis haben wir da. Gerste müsste ich anbauen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So viel Wolle. So. Holen wir uns noch ein paar Glückwünsche ab. Komm. Das gönnen wir uns jetzt noch zum Abschluss dieses Let's Plays. Haben die Story durchgespielt, haben geheiratet, haben ein Kind. Ich denke, mehr kann man nicht verlangen. Ich denke, das Kind wird bestimmt auch noch krabbeln lernen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt laufen lernt. Aber im vorigen Teil konnte es irgendwann krabbeln. Das weiß ich auch. Das ist nämlich schon morgens und immer aus dem Bett raus geklettert. Daraus kann ich... daran kann ich mich noch gut erinnern. So. Quatsch mal noch mit ein paar... Dass ihr die alle nochmal schön seht. So, Hallöle.
Hallo, nicht Pierin, nee. Oh, rede nicht so komisches Zeug. Mutter und Kind sind gesunde Munde. Vielleicht wird Elise eines Tages Mutter. Ja, mal gucken. Glückwunsch zum Baby. Ich will es sofort gerne lernen. Komm vorbei, Elise. Komm vorbei. Bonjour, Yumi. Hallo. Die Sommerhitze kann einen erschlagen. Wir sind alle so fertig von dem Sommer einfach. Es ist Wahnsinn. Und natürlich möchten sie auch direkt wieder Kartoffeln und Butter schon wieder. Schon wieder? Elise, was ist los bei dir? Sie steht auf Kartoffeln und Butter. Glückwunsch zur Geburt. Ich wette, das Baby ist total putzig. Putzig? Oh, Yume, danke für die Pflanze neulich. René hat sich riesig darüber gefreut. Er hat mir auch welche abgegeben. Ich muss sagen, sie waren einfach köstlich. Oh. Oh, wie sie guckt, so, oh, wo wir dabei sind, ich wollte dich nochmal um einen Gefallen bitten. Dieses Mal gehen ihnen die San-irgendwas-Tomaten aus. Was? Ja genau, die San Marzano. Ich habe nie davon gehört, aber René sagt, dass er herrliche Sachen daraus kochen kann. Er meinte, dass sie wachsen, wenn man Tomaten im Sommer in trockener Erde anpflanzt. Das kann gut sein. Aber um diese ganzen Anliegen müssen wir uns nicht mal kümmern. Oh. Vor allen Dingen, so, ja, du hast ein Kind. Hier, kannst du mir mal das und das dann besorgen? Vor allen Dingen so, ja, mach mal bitte das und das für mich. Oh, Leute, ich fühle mich ein bisschen ausgenutzt hier. Schlimm. So. Ich bin kein Profi im Umgang mit anderen. Falls ich dich verärgert habe, tut es mir leid. Ich habe ein Kind gekriegt, jetzt gratuliere mir. Juhu, prima, dass es bei der Geburt alles so gut geklappt hat. Ich kann es kaum erwarten, ein Baby zu sehen. Und deine Mutter, die war ja bei der Geburt dabei. Ah, wie gefällt dir dein neues Leben als frisch gebacken Gemahlin? Sei immer gut zu deinem Partner. Ja, was mit meinem Kind? Okay, sie war bei der Geburt dabei. Sie wird mir, ich glaube, sie hat mir auch schon gratuliert. Egal. Wir können nochmal zu Felix gehen. Mal gucken, was er sagt. Felix. Das Baby hat das Licht der Welt erblickt. Schön, gut gemacht. Glückwunsch. Danke, das wollte ich hören. Meine schönen Glückwünsche abhören. Abholen. Danke, danke. So, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Hey. Hall, nicht Holly. Melanie, Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell Mama, Yumi. Und ein Anliegen gibt es auch direkt wieder, was sie hat. Ah, was gibt's, Yumi? Schau dich ruhig um. Na, müssen wir bestimmt wieder irgendwelche Vorhänge machen? Wartet mal. Da brauchst du ja bestimmt wieder einfach nur Eselfell. Nein, mysteriöses Bauchholz? Ich glaube, sowas habe ich gerade nicht da. Doch, habe ich. Bestimmt will sie irgendwelche Böden machen. Na gut, das kann ich direkt sogar abgeben. Yeah. Also Yumi, wie sieht's mit den Besorgungen aus? Weißt du noch? Du bist mega. Die Materialien sind so glatt. Daraus werde ich ein paar kühle Böden fertigen. Ich kann dir leider nur das hier anbieten. Es ist nicht viel, aber... Viel Spaß und so. Yeah. Yeah, noch mehr Geld. Wir sind das Money am Heaven. So, komm doch mal mit Robin vorbei. Und das ist auch ein Anliegen, Gas. Wie sie wieder alle hier mit Zeug ankommen, was sie wollen. Schlimm ist das. Naja. Ich bin fix und fertig, Leute. Was soll ich jetzt bringen? Ich drück gerade einfach nur durch. Was wolltest du? Boah, Eisenerz. Gas, Mensch, Junge, nimm nur. Wir haben genug davon. Wir brauchen das alles gar nicht mehr. Nein, ich will kein Erz verarbeiten. Boah, ich krieg grad nichts mehr auf die Kette. Es ist unglaublich. Ich bin so fertig. Die Geburt war so schwer und hart. Hey, Yume, hast du die Sachen, um die ich gebeten hatte? Ja, klar, hier, nimm das Eisenerz. Ja, das sieht nach gutem Eisenerz aus. Daraus kann ich ein starkes Eisen machen. Hut ab, du hältst deine Versprechen, Mädel. Okay, gut, Freunde. Das war's, meine Lieben. Das war's von Harvest Moon und das Dorf des Himmelsbaumes. Ja, ist gut, Gott. Ich freue mich schon auf das nächste Harvest Moon Projekt, welches nicht lange auf sich warten lassen wird. Dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Yume Let's Play. Ja, Harvest Moon.
Tschüss.